So, und mal sehen, was uns draußen erwartet. Ich hoffe nicht der Wolf. Anscheinend ist der Wolf gewesen. Ich bin erstmal hier im sicheren Abstand. Es ist jetzt sehr windig. Ich gehe erstmal hier im sicheren Abstand rum. Nein, ist er. Ich glaube, er hat nichts von uns. Aber natürlich sind wir jetzt günstig vom Wind her. Kann auch nicht unsere Fährte aufnehmen. Theoretisch. Und ich weiß nicht, ob es auf diesem Berg ist oder auf einem anderen Aussichtspunkt. Da liegt irgendwas da vorne. Unser erster Wolf, also. Jetzt einfach völlig falsch gelaufen. Hier geht es aber auch noch irgendwo hin. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Mast. Must have. Ich sehe auch jetzt gar nichts mehr hier. Wenn jetzt mal ein bisschen. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Schild. Hier sind noch abgeschlagene Bäume. Und dann, da sehe ich jetzt nichts an Wölfen, was sich bewegt. Nee. Doch, doch, hier bin ich doch richtig. Hier ist die Lade-Area und da drüben. Oh nee, wir sind jetzt schon überladen. Hier ist die Rührungsfläche und hier, genau, habe ich doch richtig. Hier geht es nämlich zu dem Aussichtsturm. Eine Leiche. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Ich hoffe, da ist kein Wolf oder so. Wind wird jetzt auch ein bisschen weniger. Ich hoffe, wir schaffen das noch bis nach oben. Kein leichter Aufstieg. Da oben müsste es sein. Theoretisch, wenn es alles so hinhaut, wie ich mir es vorstelle. Und hier haben wir einen kleinen Wanderweg nach oben. Wie lang der letztendlich ist, kann ich auch noch vermuten. Jedenfalls ist uns kalt. Wir sind auch schon überladen. Aber nicht, weil wir 30 Kilo haben. Es ist noch im Rahmen. Aber weil wir erschöpft sind, können wir dadurch nicht mehr ganz so viel tragen und ist dann wie so ein Teufelskreislauf. Man ist erschöpfter, kann dadurch weniger tragen und dadurch wird man natürlich nur noch erschöpfter, weil man dann irgendwann zu viel trägt. So, hier geht's hoch. Ich hoffe, da oben kreisen aber leider sehr viele Krähen. Nicht, dass dein Wolf irgendwie seine Arbeit gerade verrichtet hat. Noch können wir rennen. Das ist alles noch okay. Hier geht's hoch. Steil. Nach oben. Der Himmel ist blau, keine einzige Wolke. Die Sonne scheint. Eigentlich ist es perfektes Skiwetter, nur leider haben wir keine Ski an, um runterzufahren. Wir gehen ein bisschen vorsichtig. Alles kein Problem. So, ich sprinte mal jetzt erstmal nicht weiter. What? Was? Der Aussichtsturm ist zerstört? Wir haben ihn noch gestern oder vorgestern von unten gesehen. Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Krass. Krass. Ausgebranntes Lager. Also ich glaube, dadurch wird die Chance auf eine Pistole hier sehr gering. I can always use more food. Was zum Teufel?
kommt man. Oh, nee, hier geht's nicht mehr weiter. Dann springen kann man auch nicht. What? Da ist noch ein Aussichtsturm da drüben. Alles klar. Dann war es wohl der, den wir gesehen haben. Gut. Hier drinnen noch irgendwas. Holz. Das ist natürlich sehr ungünstig, dass man sich hier nicht aufwärmen kann. Großartig. Schmerzmittel. Gut. Ja, ich weiß. I need to drop something. Schwer. Da drüben ist der. Warte mal. Sieht man von hier irgendwas noch? Ich sehe jetzt nichts. Ich gehe erstmal wieder runter. Runter geht's ja schneller. Ich weiß, wir müssten eigentlich irgendwas droppen. Aber eigentlich will ich die Sache jetzt nicht droppen. Weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Rennen können wir noch. Vielleicht. Ah, ich konnte mich jetzt auch nirgendwo da ausruhen. Oh. Mir schwant Übles. Runter geht zum Glück ein bisschen schneller als hoch. Gucken, wo wir jetzt hingehen. Laufe ich jetzt zurück oder laufe ich weiter? Alter, nee. Wo war der denn? Genau. Jetzt in welcher Richtung? Hier nicht. In der Richtung. Ich glaube, der war genau in die andere Richtung. Wir müssen jetzt an dem Wolf noch mal vorbei. Hier ist der Aussichtsturm. Und wo war jetzt der andere? Man sieht es halt von hier nicht. Ich glaube, der war genau dahinter. Jetzt wieder zu den Schienen erstmal. Von da aus kann man sich sehr gut orientieren. Ich glaube, ich ruhe mich dann erstmal bei den Containern ein bisschen aus. Vielleicht kann man da auch ein paar Sachen noch ablegen. Dass wir nicht mehr so überladen sind. Da vorne müsste jetzt wieder der Wolf kommen, eigentlich theoretisch. War ich an dem schon dran? Noch sehe ich nichts, was sich bewegt. Komm ich hier hoch? Nee. Da waren hier nicht die Container? Ach, die waren weiter hinten, oder? Ich dachte, da oben steht er auf dem Berg, aber war jetzt nichts. Ich will jetzt auch nicht rennen, weil wenn der Wolf gleich kommt, dass wir dann wegrennen können noch. Bin ich jetzt auch hier auf den Vorsprung gegangen, in der Hoffnung, dass der Wolf, wenn er von unten kommt, hier nicht hochkommt. Ich sehe nichts.
Ah, so. Da läuft er, okay. Er ist immer noch da. Sehr gut. Also, nee, eigentlich nicht gut. Aber könnte auch schlechter sein. So, ich nehme jetzt die Hütte, die hier ganz vorne ist. Und da verstaue ich jetzt erstmal ein paar Sachen, die ich jetzt erstmal nicht brauche. Gibt es hier was zum Verstauen? Ja, hier ist eine Schublade. Schublade, 5 Kilo. Was haben wir denn hier? Die Mütze, die Handschuhe sind schwächer. Das haben wir eins an. Den Schal packe ich mal rein, die Socken. Packe ich mal rein. Nochmal schnell. Im Körper. Lass ich mal so. Oh, hier noch die. Huch. Jeans rein, die Handschuhe, das Ding, das Ding. Und dann haben wir alles abgelegt, sind wir jetzt wieder unter 30 Kilo. Hier liegt auch noch ein Pullover. Vielleicht ruhen wir uns mal für eins. Ja, der Tag neigt sich langsam dem Ende entgegen. Vielleicht forschen wir noch schnell eine Stunde. Huch, hier unten eine Stunde lesen. Hat noch geklappt. Forschung ist bereits abgeschlossen. Nice. So, dann vielleicht mal was essen, was trinken. Gegart, essen wir mal. Dann noch was trinken, haben wir ja genug. Vielleicht sollten wir wirklich diese Nacht einfach hier bleiben. Was können wir jetzt noch machen? Eigentlich nichts mehr großartig. Wir müssen uns auf jeden Fall schlafen legen. Ich schlafe jetzt einfach mal 8 Stunden. Ist jetzt egal. Ich glaube, es wird ist zu viel. Wir müssen gleich aufstehen, was trinken und so weiter. Aber das kriegen wir doch alles hin. 2 Tage, 17 Stunden überlebt. So, jetzt ist es natürlich stockdunkel. Essen haben wir noch ein bisschen was. Auf den leeren Magen. Schokoriegel 94. Nehmen wir erstmal die Limo hier mit 50%. Das ist das Schlechteste, was wir jetzt noch haben. Nehmen wir hier noch Müsliriegel. 300. Und dann trinken wir uns nochmal einen an. Es ist mitten in der Nacht, also schlafen wir nochmal 5 Stunden. Wir werden wahrscheinlich eh gleich aufwachen, weil wir komplett ausgeruht sind. Nee, ja, jetzt bin ich komplett ausgeruht und erholt. Die Nacht ist fast vorbei. Dann würde ich sagen, mache ich mal noch eine Stunde warten. Verbraucht 112 Kalorien. Und noch mal eine Stunde schlafen. Du bist nicht müde genug, okay. Na dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne?